Und nicht nur in Kuchl wurde gefeiert und der Pfarrer in den wohlverdienten Ruhestand geschickt, auch in Oberalm. Pfarrer Gidi Außerhofer wurde mit der Ehrenbürgerschaft und allen denkbaren Ehren in die Pension verabschiedet. Und wir waren bei diesem herzlichen Erntedank und Abschiedsfest für Sie dabei. Dort drin in der Pfarrkirche Oberalm feiert Pfarrer Egidius Außerhofer eine seiner letzten Messen als Pfarrer von Oberalm. Und hier draußen schießen die Prangerstutzenschützen einen Salut zu Ehren ihres Gidi. Aber auch sonst sind alle aufmarschiert, die Vereine, die Blasmusik, Vertreter der kirchlichen Orden, der Kirchenchor, die Kindergartenleute, die Kameradschaft, die Feuerwehr und die politischen Entscheidungsträger der Gemeinde. Und alle sagen nur eins, danke für die wunderbaren 27 Jahre. Den Gidi zeichnet aus Pfarrer aus, dass er einfach ein Pfarrer für die gesamte Pfarrgemeinde war. Ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, ob gesund, ob krank, er hat sich einfach um alle gekümmert und war für alle da und ist nach wie vor für alle da. Und wer ist dieser Gidi Außerhofer? Ein angepasster, braver Kirchenmann? Ganz sicher nicht. Obrigkeitshörigkeit oder ausgetretene Pfade waren niemals das Seine. Und so hat es auch keinen Kirchengeher gewundert, als in Oberalm die Regenbogenfahne vom Kirchturm flatterte. Ein kritischer Amtsträger, der geschiedenen Wiederverheirateten die Kommunion nicht verweigert, das Predigtverbot für Laien nicht beachten will und sich für die Zulassung von Frauen und Verheirateten zum Priesteramt einsetzt. Unser Pfarrer, bravo! Der ebenso streitbare wie empathische Pfarrer hat die Oberalmer 27 Jahre lang durch dick und dünn begleitet. Jetzt will er erst einmal durchatmen. Ich freue mich auf das, dass ich meine Zeit jetzt mehr selber gestalten kann und natürlich, dass ich noch ungezwungener mit Leuten beisammen sein kann. Was werden Sie am meisten vermissen? Die Leute, mit denen ich ganz konkret in der Taufvorbereitung, in den Sakramentenvorbereitungen, in Freude und Leid miteinander gegangen bin. Ja, das Loch ist natürlich riesig und der Nachfolger tritt schon in ganz große Fußstapfen. Sein Amtsverständnis zeichnet seinen Umgang mit den Kindern, ist da so ein Sinnbild dafür. Also die haben sich alle beim Vaterunser singen an die Hände genommen, sie haben sich zusammengerudelt bei ihm im Altarbereich. Also er war sicher ein tief im Volk verwurzelter Pfarrer. Selten wurden einem scheidenden Pfarrer derart herzlich und respektvoll Rosen gestreut wie in Oberalm. Der gebürtige Goldecker dürfte seine Schäfchen auch wirklich geliebt haben. Besonders gemocht hat er an seinen Oberalmern eine Bereitschaft, schon immer wieder miteinander zu reden, zu diskutieren, auch Standpunkte zu bewahren, aber sie auch durch das Gespräch wieder hinterfragen zu lassen. Also eigentlich ein liebenswertes Volk. Ja, schon. Deswegen bin ich auch gerne da. Bei so viel gegenseitiger Wertschätzung ist es nur logisch, dass die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen hat, Gidi Außerhofer zum Ehrenbürger zu ernennen.